Hallo Ali, da riecht's streng, das heißt, dein Geschirrspüler läuft. Ich sag's euch, Geschirrspüler sind nicht mehr das, was sie mal waren. Wenn ich daran denke, wie in meiner Kindheit der Geschirrspüler beinhart, wochenlang dasselbe Geschirr endlos gut gewaschen hat, das gibt's halt nicht mehr. Heute gibt's nur mehr Kasperltheater und Energiesparen und Wassersparen und Treibstoff sparen und dann fangen wir zum Stinken an, weil die Bakterien davor rennen. Ein Hohlrohr. Oh, ich habe die falsche Brille auf. Na, das werden wir jetzt noch korrigieren, damit ich nicht ganz so nachsichtig bin. Es war ein sehr erfolgreicher Tag gestern im Kindergarten. Ich habe positive und zwar mega positive Rückmeldungen und Bewertungen bekommen. Das begeistert mich gleich von und zu überhaupt. Die Leute hatten Spaß, ich hatte Spaß und es war nicht wirklich ein Stress. Hat sogar jemand das Tagesgericht gegessen und war sehr kritisch vorab, denn es gab die Grießsteinsuppe, so wie am Sonntag wieder, und die Flipperschnitte, aber hat dann alles ganz gut geklappt. Mal schauen, ob da das richtige Programm läuft, denn wenn ein Junior das einschaltet, kann das immer mal sein, dass jemand versehentlich Machine Care, das ist ganz wichtig, ohne Machine Care keine Hitze in den Ding. Ja, ich fahre jetzt mit meiner Frau durch die Gegend. Da gucke ich mal, ob sie sich irgendwas wünscht und ob sie mit uns spricht. Und vielleicht sehen wir uns direkt nach den blauen Wolken und der schönen Musik wieder, um zu schauen, was meine Frau spricht. Ja, probieren wir es mal. Gucken wir mal. Wir machen das schon. Los geht's. Agnes, du bist auf YouTube, stört dich das? Nein. Ja. Es ist immer wichtig, die Bestätigungen auf YouTube auch zu zeigen, dass es nicht heißt, man zwingt jemanden auf. So, ja, wir sind am Auto. Am Auto? Ha! Also ich bin nicht am Auto. So, wir sind am Auto, lass mich ausreden, Sitz. Und fahren jetzt fröhlich durch die Gegend Richtung Judenau. Höfling, irgendwas, Judenauig. Da gibt's was, wo wir jetzt hinfahren, wo ich meiner Frau gesagt habe, das ist etwas, was dir gefallen wird. Ist das so richtig? Ja. Gefällt's dir? Ja. Kannst du das leisten? Nein. Das ist unser Konzept. Während ich mir das kaufe, während sie mir das kauft, was ich mir nicht leisten kann, bringe ich sie dorthin, wo das ist, was sie sich nicht leisten kann, weil sie mir alles gekauft hat. So ist unser Konzept. Das ist ein super Konzept. Ich mag das Uhr. Und genauso werden wir das machen. Ja. Und inzwischen reden wir ein bisschen. Worüber? Das Wetter. Das war ja nett. Gestern, ich habe es ja angedeutet, dass ja Weltuntergang angekündigt war. Und meine Frau wird vielleicht bestätigen, Weltuntergang war wirklich keiner. Es war ein bisschen Regen hin und wieder, ein paar Tropfen. Aber das Gute war, sehr viele haben geglaubt, dass die Welt untergehen wird und haben sich gedacht, na, da schauen wir uns noch schnell ein paar Lego-Sets an und spielen ein paar Runde Flipper, bevor wir sterben. Und deshalb waren dann doch 114 Leute da. Auch nett. Nicht wahr? Ja. Ja, du hast. Und gestorben ist dann wirklich nur die eine Familie, die bei mir gegessen hat. Ja, das ist das Problem, damit können sie mich auch nicht mehr bewerten. Ja, also war ganz nett. Ich habe durchwegs positive Rückmeldungen bekommen und naja, es gibt so ein paar Kandidaten, die dann negative Rückmeldungen geben in einem bestimmten Bereich. Und da sage ich, schau, ich bin ein Museum und nicht irgendwas anderes. Ja, es ist natürlich so, dass viele Leute würden gerne die Züge fahren sehen. Und ich auch. Auch gern Züge fahren sehen. Nur muss man jetzt ganz klar dazu sagen, würde ein Zug fahren, hypothetisch, würde es voraussetzen, dass zumindest ein Schienenkreis aufgebaut ist. Sprich, es müsste hypothetischerweise eine
Vitrine mit einer Grundfläche von einmal 1 Meter sein. Die hypothetische Vitrine mit einem Quadratmeter Grundfläche, Gesundheit, ist allerdings massiv teuer oder sie würde fehlen, was bedeutet, dass der Zug frei fährt und innerhalb von 2 Wochen dermaßen verstaubt ist, dass sich die Leute beschweren würden, dass er so verstaubt ist. Also kann man sich das gleich sparen, indem man sagt, man lässt ihn gar nicht fahren. Das ist die eine Problematik. Und die zweite, die viel größere Problematik ist natürlich, dass wenn du einen Lego-Zug fahren lässt, 2 Wochen lang ist er hin. Also wenn du ihn 2 Wochen fahren lässt, durchgehen jetzt. Das heißt, da würde ein Motor keine Saison überstehen und das ist mir dann die 150 Euro für den Motor nicht wert. Ganz unter uns, abgesehen davon von Batterie und Co. und überhaupt. Deshalb ist das mal auf der Warteschiene. Aber man könnte natürlich so einen 2-Euro-Einwurf machen und dann fährt er so 30 cm und dann muss man wieder 2 Wochen, so ähnlich wie die 6-Hotlines mit dem Wert, mit den Telefonzellen. So könnte man das machen. Tuck, 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 ding. Genau. Das ist, vielleicht ist das ein Konzept, da denkt man noch drüber nach. Ja. Und irgendwie bin ich gestern wieder wucki geworden, diese Zugspirale weiterzubauen. Jetzt habe ich schon so vielen Leuten erzählt, dass da jetzt eine höhere kommt. Jetzt hätte ich schon fast Lust, dass ich das auch wirklich tue. Aber dann dauert es ja noch länger, bis du zu oben bist. Was hat das jetzt damit zu tun? Dann ist die Demonstration ein bisschen zart. Das hat ja nichts mit der jetzigen Demonstration zu tun. Also die bleibt. Ja, das bleibt. Ach so, das ist, okay. Kommt ja die neue, hast du das noch nicht gemerkt, die neue kommt. Das weiß ich schon, wo sie hinkommt, aber ich dachte, die ersetzt dann ja. Nein. Die neue wird ein Bestandteil der längsten Zugstrecke natürlich, die es geben wird. Also da wird der Zug dann darauf fahren und dann wieder irgendwo durchs Kinderkram gucken und irgendwo anders wieder runter und rüber ins Flipperlager fahren und auf lange Sicht. Ja. Weil es ja eine lange Zugstrecke ist, auf lange Sicht, ist eh logisch. Ja, und ja, du hast recht, das Wetter ist ja natürlich gerade so, dass man sagt, naja, Minigolfbahn bauen im Gatsch, Holz schneiden, nasses Holz, man könnte sich ins Flipperlager begeben und dort die Minigolfbahnen mal rausschmeißen und sich überlegen, wie man die Bodenkonstruktion macht, dass man dort die Kegelbahnen hinbaut oder eben und plus minus die Zugstrecke. Der Überhammer wäre natürlich, wenn die Kegelbahnen links und rechts sind und die Zugstrecke in der Mitte. Das wäre auch nett. Es gibt viele Möglichkeiten. Hypothetische und theoretische. Ach ja, Liner Kicker meldet Konkurs an. Nö, warum? Wegen Investoren? Einer nach dem anderen? Oder warum jetzt? Ich finde das so arg, dass der Staat, respektive die EU, nichts gegen diese Firmenkonstrukte tut. Also ich finde das so arg, sprich Stichwort Baumax, Niedermeyer, was ist nur alles weg? Schlecker, Deli, Kickerliner, alles dasselbe Schema und keiner tut was. Also ich verstehe es nicht. Das ist ja eine Aktion, wo nicht jetzt einer den Schaden hat, sondern die Gesellschaft. Banken, also Kopf ab von uns über. Okay, wir müssen kurz unterbrechen. Warum lächelst du, wenn ich unterbreche? Gar nicht, hab nicht gelächelt. Meine Frau lächelt das. Also unterstell dich jetzt so lächelig. Hab nicht gelächelt. Also, ja, warum sind wir gut drauf? Die Kinder sind nicht da. Nein, Scherzchen. Die Kinder sind freitags ja abserviert, ihr wisst Bescheid. Und wir fahren da jetzt, haben den Anhänger mit, falls uns irgendwann Flipper unterkommt oder ein Autobus, dann nehmen wir mit. Ein Autobus auf den Anhänger? Nein, den Anhänger in den Autobus. Also. Autobus täte mir auch wieder ratzen, Mausi. Ich weiß, das sagst du schon seit Jahren. Das, schon allein für die Kids wäre das geil zum Spielen im Kindergarten. Wir meinen Auto, den könnte man da auf den Weg nach unten stellen. Weißt du, was ich meine? Wo man früher durchgefahren ist, nach unten zum Waldweg. Auf den Weg könnte man den Autobus hinstellen und als Spielplatz freigeben. Das wäre doch geil.
warum soll das für Kinder interessant sein? Warum ist der Straßenbahnsimulator in Wien für die Kinder interessant? Weil man da viel drücken kann und dann tut sich auch was. Ja, dann müsstest du den Bus schon so machen, dass sich auch was tut. Das ist ja kein Problem, den brauchst du nur ein Netzgerät ausstecken, das 24 Volt hat, sondern da brauche ich nicht einmal so einen Simulator machen. Da nimmst du das Relais aus für den Starter, damit er nicht startet und geht schon los. Und dann können sie alles betätigen. Einen kleinen Kompressor dazu, dass die Druckluft tieren gingen. Das ist eine super Sache. Dann macht es den Kindern sicher Spaß. Also. Das kannst du machen. Liebe Wiener Linien, es wäre angemessene Zeit, mir. Hey, die könnten mir einen schenken. Sicher, das machen sie sicher. Das machen sie sicher, hat meine Frau gesagt. Ich rufe dort jetzt an. Ja, das mache ich jetzt. Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich meine damit nicht mich. Aber meine Frau ist schon seit längerem auf der Jagd nach einer Sitzgelegenheit für die Terrasse. Ja, ja, die Terrasse ist das, wo diese riesige Hängematte-Dings-Konstruktion dort steht, wo man sich draufsetzen kann. Ah, das ist aber nicht so gemütlich und deshalb will sie was anderes. Jetzt habe ich heute Nacht, also sie sucht schon seit Längerem und ich habe mir gedacht, heute dezidiere ich diesen Tag für dieses Projekt und bin mit ihr gefahren zur Firma Kramer und Kramer nach Judenau. Dort gibt es richtig schöne, richtig bequeme Gartensitzgelegenheiten ab 10.000 Euro aufwärts. Und ich verstehe nicht, warum meine Frau ist der Meinung, das ist zu teuer, das ist es hier nicht wert. Ich bin hochgradig entsetzt und verstehe es überhaupt nicht. Also sind wir gefahren zur Firma XXX Lutz und da sind wir im Bereich 1.000 Euro aufwärts. Meines Erachtens für eine Sitzgelegenheit auf der Terrasse noch immer sehr hoch angesetzt, denn um 1.000 Euro kriege ich schon die Titanic und den Liebherr-Bagger gemeinsam von Lego. Also doch mehr. Na egal. Jedenfalls hat sie dann wirklich genau eine Bank gefunden, die ihr gefällt. Das ist schön, da freue ich mich. Ausgeschildert um 1.999 und mal ganz unter uns, massiv überteuert. Massivst überteuert. Also das ist ein bisschen Alu und ein paar Sitzpolster drauf. Mehr ist es nicht. Ja? Na egal. Jedenfalls ein sehr netter, sehr motivierter, weiß nicht ob provisionsgesteuerter, aber doch Mitarbeiter, hat gemeint, ja, heute gibt es einen 25% Nachlass. Das ist gut. Damit kostet das Ding nochmal 1.500 Euro, also 1.499. Ich gehe also mit zur Kasse und dann meint er, ja, die ist nicht lagernd. Das dauert jetzt circa 2 bis 3 Wochen. Meine Frau ist natürlich leicht irritiert. Jedenfalls stimmt sie dem zu. Und dann wird's spannend. Dann sagt der nette Herr, ja, sie müssen das dann abholen im Lager in Stockerau. Wir sind gerade in Langenlebern. Langenrohr. Und wenn nicht, dann kann man es auch zustellen lassen, kostet 49 Euro. Und ich habe gesagt, nö, wir holen das da ab. Und meinte, na, das geht nicht, wegen dem Lager. Sag ich, schauen Sie, wenn Sie es kriegen, rufen Sie mich an und 10 Minuten später bin ich da, also 20 Minuten später bin ich da und hole das. Nein, das geht nicht, weil der muss das ja übernehmen und von uns so überhaupt. Und dafür haben wir das Lager in Stockerau. Jetzt meine Überlegung, wenn das Ding in Stockerau nicht lagernd ist, denn man muss ja hinfahren. Hallo Schatz. Hallo. Ich rede schon drüber. Man muss ja dorthin fahren. Wäre es dort lagernd, könnte ich jetzt rüberfahren und mir das holen. Nein, es ist dort nicht. Es wird dort auch hingeschickt. Warum macht die Firma, deren Namen wir nicht nennen, XXX Lutz, nicht das Lager hier so groß, dass halt, wir reden da von einem Volumen von einem halben Quadratmeter. Warum machen die das nicht hier so groß, dass man das hier abholen kann? Warum muss man da nach Stockerau fahren? Und ich habe gesagt, nö, machen Sie das Ding um 49 Euro billiger und dann können wir es gerne zustellen lassen. Überhaupt kein Problem, weil dann zahlen wir die 49 Euro für die Zustellung. Und er hat gemeint, das geht nicht. Und meine Frau hat gesagt, nix, sie ist ganz entsetzt dort gesessen und ich habe gesagt, du weißt, Schatz, das ist jetzt der Punkt, wo ich gehe. Das ist mir wurscht, ja, dann habe ich das halt nicht. Und man hat dann eine Lösung gefunden.
Ich werde jetzt nicht sagen, welche, weil sonst kriegt vielleicht der Herr ein Problem oder irgendwie andere kommt auf die Idee, eine ähnliche Lösung zu wollen. Aber ich sage mal so, es hat eine Lösung gegeben, die jetzt jedenfalls nicht Zusatzkosten verursacht, wie auch immer die Lösung aussieht. Ihr könnt es jetzt raten. Wird es hierher zugestellt? Wird es zu uns zugestellt? Kommt es zur Firma Obi und wir holen es von dort? Oder sie schmeißen es einfach da vor die Tür und wir holen es mal, wenn wir Lust haben? Das ist euer Ding. Und wir haben schon ein schönes Thema. Jedenfalls war es sehr nett. Der Kerl ist auch sehr nett. Und es ist auf jeden Fall höchst entsetzlich, dass ein Unternehmen, das Gartenmöbel verkauft, 25% Nachlass geben kann und dann noch immer ordentliche Gewinnspanne drauf hat. Könnt ihr euch mal ausrechnen, wie die kalkulieren. Jedenfalls nicht so wie ich im Kindergraben. Die Covid-Zahlen und Fakten für den 9.06.2023. 63 laborbestätigte Fälle, 53 genesen und 12,7 ist die 7-Tage-Inzidenz. Ja, da haben wir ja wieder was gelernt. Ich habe heute zugunsten meiner Frau nichts getan. Dafür werde ich morgen was tun. Hoffe ich jetzt mal, ich bin mal höchst optimistisch, dass das passiert und heute werde ich noch ein kleines Lego bauen. Das ist mein großer Plan. Mal schauen, ob das auch geschieht. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesen YouTube-Kanal.